Jo. Ja, Mann, viel Spaß. Stecken gute Lyrics drin. Okay. Dopio. Dann will ich mal anhören hier. Dopi mit Ja für dich. Es wird deep. Ja, es wird sehr, sehr deep. Jetzt bist du traurig, du brauchst mich nicht belügen. Dein Funkeln erloschen, dich so zu sehen, kein Vergnügen. Du willst nicht, dass jemand sieht, wie scheiße es dir geht. Also leidest du still und heimlich und denkst, dass dich keiner versteht. Ist nicht leicht, dich zu trennen, für den man glaubt, bestimmt zu sein. Ist okay, wenn du weinst, du bist nicht allein. Jetzt bist du verrückt, weil er dich in Tagen vergessen hat. Sitzt alleine an dem Tisch, von dem er noch gegessen hat. Die ganzen Bilder, die sich in dir abspielen. Also ich dachte jetzt so, weil du gesagt hast jetzt, boah, das ist lyrisch, da ist gute Lyrics drin so. Und dann auf einmal halt bin ich so mit einer Erwartungshaltung gerade da rangegangen, dass ich mir dachte so, okay, da kommen jetzt krasse Doppelreime, da kommen jetzt bestimmt Dreifachreime, da sind Satzreime drin, das ist auf jeden Fall eine richtig mehrsilbige Bombe so, ja. Weil das ist für mich auf jeden Fall gute Lyrik, halt, wenn es auch wirklich mehrsilbig ist und weil mehr Silben kannst du halt wirklich deine Lyrik halt auch wirklich entfalten, ja, meiner Meinung nach. Weil die ganze Zeit nur auf Haus-Maus reimen, so kannst du dich halt lyrisch nicht so krass entfalten, wie wenn du halt da auch mehrsilbig unterwegs bist, ne? Ist jetzt meine Meinung dazu, ne? Es kann natürlich auch sein, dass andere das anders sehen, ne? Aber ich würde es ja gerade hier bewerten. Und da zählt ja gerade die Meinung, die ich ja vertrete, so. Und das ist so meine Ansicht. Und jetzt bin ich halt ein klein wenig enttäuscht, ja, weil ich mir jetzt wirklich, weil du jetzt gerade so hoch das Ding so hochgeschraubt hast, ne, dass die Erwartung so hoch war. Und jetzt höre ich mir das an und denke mir, okay, da ist jetzt auf einmal nicht so, wie ich es mir erhofft habe, ne? Weil es halt nicht mehrsilbig ist, es ist halt wirklich Haus-Maus. Und ja, es hat auf jeden Fall Tiefgang, ne? Stimme gefällt mir gut. Der Beat, die Thematik halt, ne, ist halt, erinnert mich auch ein bisschen so an von Tone, du brauchst mich, ne? Aber wir haben bestimmt auch andere Rapper das gemacht. Aber da vermisse ich halt dieses Mehrsilbige, ohne Scheiß. Also kann mir das da mehr geben, weißt? Allein, jetzt bist du verrückt, weil er dich in Tagen vergessen hat. Sitzt alleine an dem Tisch, von dem er noch gegessen hat. Die ganzen Bilder, die sich in dir abspielen. Weißt du, so gegessen hab und dann irgendwie, wo wir da gesessen hab, dann irgendwas mit den letzten Satz oder der erste Satz oder bei Herzinfarkt oder sowas, weißt du, daran habe ich jetzt halt so jetzt gedacht, ja, sowas zum Beispiel. Wenn du durch die Wohnung ziehst und in allen deinen Acts siehst, die ganzen Stühle, an denen ihr saß, diese Tür, an der ihr euch noch den Abschiedskuss gab, diese Leere in jedem Raum, die jetzt gerade nur herrscht, es ist so schwer zu verstehen, warum läuft alles verkehrt, alles leer, und damit kommst du nicht klar. Wenn du reden magst, ruf mich an, ich bin für dich da. Aber gut geflowt auf jeden Fall. Coole Stimme. Ja, es klingt fundig, ne? Aber an den Reimen her, ne? Von den Reimen her, weil die Aussage, die stimmt auch, alles cool, schön umschrieben, ne? Gehst da voll in die Thematik ein. Aber mir fehlt einfach mehrsilbig, ne? Das fehlt mir. Ich bin immer da für dich, egal welche Uhrzeit, egal was es ist, denn ich bin immer da für dich, fahr zu dir und ich wisch dir die Tränen aus Gesicht. Caprimo. Contra K, nee, hat keine Haus-Maus-Reime gerappt. Also, soweit ich weiß. Warte mal hier, wenn ich schon mal zurückgehe. Warte hier. Warte gleich. Haben wir jetzt der Part? Nee, da war der, der Part war davor. Hier, warte. Es ist fake und braucht bisher. Ja, am Anfang war es, ne? Am Anfang war die Delivery aber überkrass. Ja, also wie das gerappt hat. Hier zum Beispiel, wie der das gesagt hat mit dem. Warte. Ne, Image ist fake und braucht bisschen mehr Realness. Und dann sagt er irgendwie ein bisschen mehr Tiefe.
Ein bisschen mehr schießen, Dem oder? Ne? scheiß Ghostwriter, du brauchst bisschen mehr Tiefe. Dem Rücken, der dich knechtet, du brauchst bisschen mehr Liebe. Komm und gib mir ein Problem, denn ich muss bisschen mehr schießen. Ja, okay, der hat Schießen, Liebe, Realness und Tiefe hat er halt gereimt, ja. Aber er hat es sehr, sehr geil delivered und es ist einfach sehr stark rübergebracht. Ja, so die Attitude ist Monster, ja. Und das ist halt natürlich auch wieder ein anderer Beat. So. Du brauchst bisschen mehr Liebe, komm und gib mir ein Problem, denn ich muss bisschen mehr schießen. Dein Gummibärch im Bodyguard klärt keinen Streit. Ich seh dich und kriege Bock auf einen Bärnackelfight. Ne? Klärt hier den Streit, Bärnackelfight, ja? Dein Gummibärch im Bodyguard klärt hier den Streit. Ne, Bärnackelfight. Straßenköter-Style mit Oberkörper frei. Was für Reden an dem Tisch, ich klär alleine gegen drei. Das war zum Beispiel. Einfach gereimt, ja? Einer Palavino Ruski, die andere Hälfte Deutscher, doch komplett Berliner und ganz sicher nicht dein Freund, Mann. Das auch, ja, Deutschland auf Freudmann ist trotzdem Doppelreim, ist aber ein schlechter Doppelreim. Sie kidnappen deinen Hacker und die Klicks werden teurer und wer weiß, der weiß schon, wie's gemeint ist. Halbe Mio, lass dich bei KT. Ja, also da sind manche Lines wirklich einfach, aber nicht alle. Ist auch ein kurzer Part. Das ist ein sehr kurzer Part. Also ich glaube, der Part von Farid ist länger und der von Kapi auch. So. Aber das würde ich jetzt nicht damit vergleichen. Keinesfalls. Keinesfalls. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt geklärt, dass Reime nicht immer alles sind. Doch, sind sie. Der Part von Contra K ist scheiße. So. Nein, natürlich, Reime sind nicht komplett immer alles. Ich habe ja auch gesagt, wenn da Doppelreime drin sind, Dreifachreime, und da können auch gerne auch Hausmausreime drin sein, so, ja. Aber wenn da gar keine Dreifachreime sind, gar keine Zweifachreime sind, ja, aber wirklich nur Hausmausreime, komplett Hausmaus, ja, dann finde ich es nicht nice so, ja. Aber wenn es aber wirklich so gemixt ist, habe ich gar kein Problem mit, Alter. Wenn es gemixt ist, ist doch alles cool, Alter. Ja? Der Tick ist dir nicht aufgefallen. Wenn der Ghetto und deine Mutter platzt. Genau, so sieht's aus. Yo, Metrik, ach Bier, Dankeschön für den Raid. Ja? Liebe auf jeden Fall. Ja, und fühlt euch willkommen, ne? Die hier reingeradet sind, reingeschlittert. So. Der Trick ist, das nicht auffallen zu lassen. Ja, Caprimo. Ich bin immer da für dich, egal welche Uhrzeit, egal was es ist, denn ich bin immer da für dich, fahr zu dir und ich wisch dir die Tränen aufs Gesicht. Jetzt wirst du nie wieder lieben, nicht mal einen anderen Mann. Was ist das, die? Ja, die Thematik ist auch überhaupt nicht meins. Es ist halt dieses, ja, ich bin immer da für dich, ne, so wie rappst du da über die beste Freundin oder so. Wenn sie halt einen neuen hat und sowas, oder du bist ja beste Freund, sie hat dann einen neuen Macker am Start, so, du stehst ihr dann bei, wenn er sie schlägt, oder wie ist das da gemeint, so, weiß ich mein. So, yo, Metric 84, ich hoffe, ihr hattet einen coolen Stream, ne, fühle ich hier auf jeden Fall willkommen, auch die ganze Community hier von Metric 84, Liebe geht raus. Verletzung hat sich tief gebrannt, du bist nicht bereit für was Neues. Frische Wunden, die dich ändern, ist die Zeichnung des Teufels. Du bist ein Engel und bist befallen vom Dämon, der dir deine Energie raubt, frag dich selber, ob sie's lohnt. Wenn es um die Liebe geht, macht man ein paar dumme Fehler, aber das ist okay. Das macht doch jeder, du warst doch der Sonnenschein, eher die du. Das war aber cool geflowt halt, wie gesagt, ne? Er hat die Pausen auch gut gesetzt, ne? Der rappt on point, alles nice. Aber es ist halt so, mein innerer, der innere Kern bei mir sagt halt so, geiles Hausmaus, ja. Und ich kann mir halt so Hausmaus-Rap einfach nicht mehr gut geben. Muss ich einfach ehrlich zugeben. Der fällt über dich her und der frisst deinen Schein. Fällt mir schwer zu sagen, hast dich in den Falschen verguckt. Er setzt dich nur unter Druck und hat jedes Stück von dir verschluckt. Schwer zu ertragen, lass es mir. Dopi, für mich schon, ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht so, aber ich kann da nicht abschalten, so, ja, wenn ich da nur Haus-Maus-Reime höre, so, da kann ich wirklich nicht irgendwie so abschalten und so, ich fuck mich dann ab, so,
Weil ich mir dann denke, so, ey, Dicker, ich kann mir das halt dann nicht aufgeben, so. Ich bin da so in dieser mehrsilbigen Spur, sagen wir mal, ja. Ich bin einfach drinne so und ich liebe es einfach, ja. Weil für mich gibt es einfach viel, viel mehr, als wie man nur Haus-Maus-Reime rappt. Ja, das sage ich auch allen Freunden von mir, die Haus-Maus-Reime nur benutzen, ne. Weil ich dann auch, ey, benutze auch mal Doppelreime, hau mal ein paar Dreifachreime mit rein, ja. Mach doch einen Mix daraus, ja. Weil die ganze Zeit nur Haus-Maus-Reime so, ja, ich weiß nicht, ich fühle das halt nicht so. Ja, das Thema sowieso fühle ich nicht so, ja, weil ich bin ein kaltherziger Mensch, ja, in dieser Hinsicht. Ja? Muss man einfach sagen, so. Rap-mäßig bin ich da auf jeden Fall so der Battle-Rapper, ja. Ich will, dass sich alle da zusammen ficken. Ja, die sollen sich alle abstechen und drüber rappen, so. Ich sagen, dass niemals einem Mann so viel Macht über dich haben. Hab keine Angst, dich wieder zu verlieben. Liebe kann Herzen brechen, aber sie kann auch reparieren. Ein paar Flowfehler waren da auf jeden Fall drin, habe ich auch gehört. Das war hier zum Beispiel. Okay, das macht doch jeder, du warst doch der Sonnenschein. Er die Dunkelheit, der fällt über dich her und der frisst deinen Schein. Fällt mir schwer zu sagen, wenn dass ich in den Falschen... Wenn deine Mutter platzt. Und The Fortune haut auch noch mit einem Raid rüber, ja? Ah ja, Leute, was ist los, ja? Habt ihr keinen Bock, ja? Wollt ihr nicht weiter streamen? Wollt ihr mich nerven? Nein, Mann, Liebe geht raus auf jeden Fall. The Real Fortune, der Brudi raidet auch einfach hier rein, ja? Erst hier in der Metrik 8-4 und jetzt The Real Fortune, ne? Küsschen geht raus, liebe Brudi. Schön, dass du am Start bist, ne? Danke, danke für die ganze Liebe. Da zum Beispiel, da war ein Flowfehler, ja? Du setzt dich unter Druck und dann... Unter Druck und hat dann jede... Ja, das war halt sehr verhaspelt. Jedes Stück von dir verschluckt, schwer zu ertragen, lass es mir dich sagen. War halt eine Silbe zu viel. Lass niemals einen Mann so viel Macht über dich haben. Guck mal, das könnte man jetzt auch zum Beispiel mal anfragen. Also Metrik hat ja seine Meinung jetzt schon gesagt, hier mit Flowfehler da, ein paar Verhaspler so, ja. Das stimmt, habe ich auch rausgehört. Aber die Thematik jetzt gerade, jetzt ist ja Fortune auch am Start, da kann natürlich auch was dazu sagen. Rudi, ich hoffe, du bist am Start so. Ich hoffe, du hast auch einen coolen Stream gehabt und alle, die mit Fortune hier rüber gekommen sind, ja, die ganze Tune, Team Tune, ja, Liebe geht raus, schön, dass ihr da seid, fühlt euch willkommen, ich hoffe, ihr hattet auch einen unterhaltsamen Stream, genauso wie die Leute von Metrik, ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen unterhaltsamen Stream, so, es geht halt darum, ist es wichtig, einfach, also, dass man halt Doppelreime haben muss oder Dreifachreime in einem Track, damit der halt dope ist. Oder geht es auch mit Haus-Maus-Reimen? So, ja, das ist so die Thematik, ja, die ich gerade so ein bisschen versuche, hier mit euch zu klären. Weil ich zum Beispiel meiner Meinung nach kann mir das halt nicht so gut geben, wenn jemand wirklich nur Haus-Maus-Reime benutzt. So, das sage ich ganz ehrlich. Ich kann mir Mucke mit Haus-Maus-Reimen, nur aus Haus-Maus-Reimen besteht, nicht geben. Wenn es halt wirklich so mal da und da auch mal ein Doppelreim drinne ist, aber der Track auch ein paar Haus-Maus-Reime drin hat und so, finde ich okay, ganz legitim, ja. Aber wenn da gar keine Doppelreime drin sind, gar keine Dreifachreime, überhaupt, ne, auch mit der Technik vielleicht nicht gespielt ist und so, ne, weil ich achte da übelst darauf, weil ich wahrscheinlich selber halt das, was ich halt selber mache, halt auch versuche, das auch zu vermitteln. Wahrscheinlich ist es halt so tief bei mir schon verankert, dass ich da halt nicht freilassen kann, ne. So, und, ich weiß nicht, ich komme damit nicht zurecht, so das zu akzeptieren, dass man halt auch nur Haus-Maus-Reime halt dann am Ende doch cool findet, so, weißt du, so, dass das ganze Ding, der ganze Track nur aus Haus-Maus-Reimen besteht. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne hier in den Chat, wenn ihr da, was ihr da für eine Meinung für habt, ne? Würde mich auf jeden Fall interessieren, ne? Weil ich feiere das Thema hier zum Beispiel auch gar nicht, ja. Ich habe auch schon mal so Themen-Tracks gemacht, halt über eine verstorbene beste Freundin, einen verstorbenen besten Freund und sowas, aber halt, das gibt mir so ein bisschen Oli P-Vibes, ja. Louis! SCTY, Dankeschön auf jeden Fall für deinen Follower, ja. Also mir gibt es leichte Oli P-Vibes, ja, und Oli P kann ich bis aufs Blut nicht ausstehen.
Ich finde, Oli P. ist der wackste Pisser, den es auf der Welt gibt. Ja. So, und hier zum Beispiel, Alter, hier. Das ist Flugzeug im Arsch und sowas, ja, von dem, Alter. Oder hier, ne, so wie du und sowas, ja. Diese ganze. Guck mal, der sieht. Boah, Junge. Weiß nicht, Alter. Ne, von, das ist genauso wie wenn du von der Musikindustrie schön gestriegelt wurdest, ja, dann wurdest du einfach dahingeschmissen und dann hast du einen auf Rapper gemacht, ja. Bist erfolgreich geworden, ne, weil die ganzen Teenie und sowas, ne, die mögen halt einen nicht bärtigen, ja, Milchbubi-Face und halt so Themen über Liebe und so ein Scheiß, ja, und natürlich, kommt natürlich gut an dann bei den ganzen Kindern, so, weißt, bei den ganzen Mädels, die dann alle ihre Bravo-Poster an der Wand hängen haben und, ne, weiß nicht, also so denke ich mir das, ne, und das gibt mir halt leichte Oli P-Vibes, ne, vom Rap her und sowas. Ich bin der Meinung, man sollte es so gut reimen, wie es geht, also nicht so billig, wie es geht, aber wenn es sich nicht anders reimen lässt, stört es mich nicht. Ja, aber ich denke mal, ne, bei dem Song jetzt war es jetzt nicht so, dass er jetzt das Beste aus den Reihen genommen hat. Wir hören jetzt mal rein, dann könnt ihr natürlich auch nochmal was dazu sagen. Jetzt fängt's an, warte. Jetzt bist du traurig, du brauchst mich nicht belügen. Dein Funkeln erloschen, dich so zu sehen, kein Vergnügen. Du willst nicht, dass jemand sieht, wie scheiße es dir geht. Also leidest du still und heimlich und denkst, dass dich keiner versteht. Ist nicht leicht, diese Trend für den man glaubt, bestimmt zu sein. Ist okay. Ist auch ein bisschen, zum Beispiel hier, der Takt wurde nicht ganz mitgenommen. Ein Vergnügen, du willst nicht, dass jemand sieht, wie scheiße es dir geht. Also leidest du still und heimlich und denkst, dass dich keiner versteht. Ne, so, keiner versteht. Ne? Das keiner hätte man sich wahrscheinlich weglassen sollen. Aber guck mal, wenn ich das schon höre, denke ich dann sofort schon an die Doppelreime. Ne? Ich weiß, ich bin wirklich so drauf. Warte, was sagt er da am Anfang? Hier. Und jetzt bist du traurig, du brauchst mich nicht belügen. Hier so, jetzt bist du traurig, du brauchst mich nicht belügen. Ich rauche ein paar Züge, missbrauche deine Süße und zauber aus der Tüte. Weißt du, da laufend keine Güte oder besauf mich dann eine Tüte oder sowas. Weißt du, ich meine, natürlich, das sind die Reime, ja. Natürlich muss man daraus eine Aussage machen. Kann man auch machen, ja. Man kann ja daraus auch eine schöne Aussage machen, so, ne. So. Und jetzt bist du traurig, du brauchst mich nicht belügen. Hier so, jetzt bist du traurig, jetzt brauchst du nicht, du brauchst mich nicht belügen. Ich rauche ein paar Züge. Der Rauch, von dem Rauch wird mir jetzt übel oder sowas. Weißt du, ich meine, ey, ich liebe sowas halt, ne? Das ist halt das Problem so. Ich. Funken erloschen, dich so zu sehen, kein Vergnügen. Du willst nicht, dass jemand sieht, wie scheiße es dir geht. Also leidest du still und heimlich und denkst, dass dich keiner versteht. Ist nicht leid. Wie scheiße es dir geht, keiner es versteht. Deine Kleider sind im Weg. Ja, das sind jetzt nur Reime, ja. Ich hab jetzt einfach nur die Reime darauf gekickt, ja. So, zum Beispiel, die Reime sind voll straight. Dein Feigenblatt vergeht, was weiß ich, Alter. So sowas halt, ne? Dich zu trennen, für den man glaubt, bestimmt zu sein. Ist okay, wenn du weinst, du bist nicht allein. Jetzt bist du verrückt, weil er dich in Tagen vergessen hat. Sitzt alleine an dem Tisch, von dem ihr noch gegessen habt. Die ganzen Bilder, die sich in dir abspielen. Wenn du durch die Wohnung ziehst und in allen deinen Ecks siehst. Die ganzen Stühle, an denen ihr saßt. Diese Tür, an der ihr euch noch den Abschiedskuss gab. Diese Leere in jedem Raum, die jetzt gerade nur herrscht. Es ist so schwer zu verstehen, warum läuft alles verkehrt. Alles leer. Und damit kommst du nicht klar, wenn du reden magst, ruf mich an, ich bin für dich da. Ne, kommst du nicht klar, wenn du reden magst, eine Bombe im Schlaf, ne, Spaß. Ich tu mich da echt schwer mit, ohne Scheiß. Es ist gut gerappt, der hat eine gute Stimme, ja, Sound klingt alles nice, ne, Beat und so. Aber es gibt mir halt übelste Oli P-Vibes, Alter. Und ich mag Oli P nicht, Alter. Also so vom Flow her. Warte, hier. Küssen, mir geht's beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen. Wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester. Nur viel fester, was wir beide erlebten, bleibt für ewig. Ich glaub, das ist das Problem, ja? Ey, Dopi, das ist einfach das Problem, ja? Ich sehe in dir Oli P, Alter. Das ist mein Problem, ja? Das ist wirklich mein Problem. Dass ich einfach
Oli P. halt nicht ausstehen kann und ich finde seine Musik schrecklich, finde die richtig scheiße. Und ja, ich weiß nicht, Mann, ich will dich nicht unbedingt mit dem vergleichen, so weißt, aber so wie er da zum Beispiel sein, so wie er da rappt und so, ne? Mal das jetzt mal, warte. Ich bin immer da für dich, egal welche Uhrzeit, egal was es ist, denn du rappst das ja auch so seicht. Und immer, doch es macht es mir nicht leichter, sondern nur noch viel schlimmer. Du bist wie keiner, mein absoluter Star. Du bist wie keiner andere jemals vor dir war. Und du gibst alles für mich, ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Ey, es tut mir so leid, ne, aber das gibt mir so krasse Oli P-Vibes. Und dann, boah, ich finde das voll schrecklich. Eieiei. Ich höre da gar keinen Vergleich, ich schon. Ich höre da den übelsten Vergleich. Ich höre da so einen starken, krassen Vergleich, dass ich schon gleich weinen müsste, Alter. Weil's mich gerade ankotzt, Alter. Ich bin immer da für dich, warte dir und ich wische die Tränen aus Gesicht. Ich bin immer da für dich, egal welche Uhrzeit, egal was es ist, denn ich bin immer da für dich, fahr zu dir und ich wisch dir die Tränen aufs Gesicht. Jetzt wirst du nie wieder lieben, nicht mal einen anderen Mann. Hast es satt, die Verletzung hat sich tief gebrannt. Du bist nicht bereit für was Neues. Frische Wunden, die dich ändern, ist die Zeichnung des Teufels. Du bist ein Engel und bist befallen vom Dämon, der dir deine Energie raubt, frag dich selber, ob sie's lohnt. Wenn es um die Liebe geht, macht man ein paar dumme Fehler, aber das ist okay. Das macht doch jeder, du warst doch der Sonnenschein. Eher die Dunkelheit, der fällt über dich her und der frisst deinen Schein. Okay, wir machen einen Kompromiss, ja? Ich bin ein Reime-Nerd. Na, ich bin wirklich jemand, der komplett auf Reimen hängen geblieben ist, okay? Stempel aufgedrückt, okay? Ich bin ein Reime-Nerd. Ich bin da wirklich komplett auf diese Schiene. Und ich muss damit jetzt, da muss man halt mit leben jetzt, ja? Genauso muss ich auch damit leben, dass es auch Leute gibt, die zum Beispiel halt nicht solche Reime-Nerds sind und vielleicht denen das nicht so auffällt und die das nicht so schlimm finden, dass man halt nur Haus-Maus-Reime benutzt, ja? Und die hören sich das ganze Ding an und sagen dann halt was zu den Lines, ja, so zur Aussage. Aber das ist das Problem. Ich kann dann aber nicht sagen, yo, die und die Line fand ich nice. Kann ich nicht machen. Wirklich. Ich kann in dem Song, kann ich nicht sagen, yo, die oder die Line hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nicht machen, weil das kann ich wirklich nur machen, wenn da wirklich Doppelreime, Dreifachreime sind, die wirklich auch nice aufeinander gereimt sind, so. Dann kann ich wirklich sagen, so, yo, die ist eine Highlight-Zeile, das war wirklich nice und so, ja. Und, ja, Mann, Prime, einfach stattlich anerkannter Reimen. Silbenzähler. Ja, Mann, ey, du Silbenzähler, du Grinsepeter, ne? Die war voll scheiße von Bushido zum Beispiel, ja. Er hat auch, es gibt ja auch beschissene Doppelreime. Gibt es auch, ja. Muss natürlich nicht unbedingt sein. Ne, das Lied ist aber auch privat, ne. Oder meinst du das mit dem Mehrfachreimen dann? Ja, gut. Dopi. Wir bleiben dabei, ja. Dass du auch Songs machen kannst mit Dreifach und, also Zweifach und Dreifachreimen, ja. Das haben wir ja schon. Rausbekommen, ja. Und ich würde jetzt sagen, damit du jetzt nicht irgendwie mich komplett hasst oder so, ja, das will ich nämlich auch nicht. Ich möchte ja nicht hier, weil ich habe dich ja schon so gesehen als Oli P., Alter, verglichen, so. Das ist sehr, sehr schlimm. Dafür auf jeden Fall nochmal ein dickes Sorry, ja. Das ist auf jeden Fall nicht korrekt auf jeden Fall gewesen, ne, weil Oli P., Alter, darf man einfach niemanden vergleichen, weil das ist, weiß nicht, als würde man zu jemandem Hurensohn sagen, ja, das ist, und ich will dich nicht so nennen, weißt, so, ich denke mal, dass du auf jeden Fall nicht so ein Oli P. bist, ja, deswegen da nochmal ein Sorry und damit ich das jetzt aus der Birne rauskriege, ja, also, die gerade von Oli P. war auch total schrecklich, so, was wollen wir noch machen, genau, wir checken auf jeden Fall noch dann das Lied von Dopi nochmal hier ab, genau, das Hip-Hop-Lied. Das haben wir ja abgecheckt letztes Mal. Genau. Und da hast du auch, glaube ich, mehr Doppelreime und sowas auch gehabt. Ja, gut. Das ist wiederum was anderes. Du hast halt auch ja, einfach wahrscheinlich mal losgelassen und versucht einfache Reime einfach so auf die Reime zu scheißen, so gesehen, ja. Und bist dann natürlich auf mich getroffen hier wieder. Ja?
der halt der übelste Reime-Nerd ist, ja. Ein stattlich anerkannter Reim-Nerd, ja, und Silbenzähler. Und, ja gut, du hast Wert auf die Aussage getätigt, so. Bevor ich mich noch weiter hier verstricke, ja, ich muss es zugeben, habe ich halt voll im Griff ins Klo gelandet damit, ja, weil ich einfach wieder, ich bin einfach zu sehr in dieser ganzen Reime-Kacke drinne, so, ja. Und, kann ich mir auf jeden Fall auch eingestehen, ne, dass ich dann halt vielleicht, das vielleicht zu sehr auf meinen Geschmack abgewälzt habe. Und, ja, ich muss mich da vielleicht ein bisschen freier machen, so. Ist aber halt nicht leicht. Ist auf jeden Fall nicht leicht, ja. Das ist heftig schon. Inneren Oli P. rauslassen hier. Einfach mal den inneren Oli P. rauslassen. Hallo, Märchenonkel, YouTube hier, das kannst du nicht bringen. Nee, das ist hart. Das ist, so sollte man auf jeden Fall niemanden beleidigen. So. Genau. So. Dann bleiben wir erstmal dabei. Ein paar Flow-Fehler waren da auf jeden Fall drinne, ja. Kannst vielleicht nochmal bereinigen dann. Ist ja noch alles privat gestellt. Und die Aussage, nice, Thema ist nicht meins, das habe ich ja auch gesagt. Aber so wie du es halt rübergebracht hast, wie du es gerappt hast und so, ja. Coole Stimme, guter Flow, paar Flow-Patzer drinne und sowas, aber das kann man halt auch, denke ich mal, ausbessern, ja. So, der andere Song ist ein bisschen Terrence Chill-like und ich mag Terrence sehr. Guck mal, der Freshdachs Caprimo hat da schon längst reingehört und ja, bevor ich da überhaupt jetzt mal reingehört habe. Hören wir uns mal an.